Hey, hey, herzlich willkommen bei Norbert und Christines Womotours. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute nehmen wir euch mit zu einem Wasserfall, zum amerikanischen Norwegen und in eine alte Bergarbeiterstadt Røros. Ganz spontan sind wir wieder einem Hinweisschild gefolgt zu dem Formofossen. Und es hat sich gelohnt. Der Wasserfall ist wunderschön und das Spiel der Regenbogen ist unvergleichlich. In Steinkjer haben wir auf einem Parkplatz übernachtet, der für Wohnmobile zugelassen ist. Und ja, wie soll ich sagen, wenn aus Bekannten, aus zufälligen Bekanntschaften Freunde werden, dann sind das Birger und Sven. Wir haben sie auf diesem Parkplatz wieder getroffen. Es war so schön, wir haben Norberts Geburtstag gefeiert. Die Kerzenfabrik war ein Tipp von Götz und Gisela. Groß an euch, danke dafür. Das ist eine Kerzenfabrik, die außen nach allem anderen aussieht, aber nicht nach Kerzen. Wir haben schon gedacht, wir haben uns nach Amerika verirrt. Es ist tatsächlich komplett amerikanisch dekoriert. Sehr außergewöhnlich, sehr schön, auf jeden Fall einen Besuch wert. Manchmal geht es ganz schnell. Auf dieser Wiese haben wir 3 Elche und 2 Rentiere gesehen. Es war herrlich. Das sind schon sehr, sehr große Tiere. Die 2 Rentiere sieht man nur oben rechts an der Wiese relativ schlecht, aber die 3 Elche sind nicht zu übersehen. Wir konnten ja unser Glück kaum fassen. Am helllichten Tage sahen wir ein kleines Stück weiter auch noch eine Elchkuh mit ihren beiden Kälbern. Musik
Horrors haben wir auf einem Parkplatz übernachtet. Die Parkplätze sind hier sehr schön gemacht. Es gibt Toilettenhäuschen und auf jedem Parkplatz gibt es diese riesengroßen Mülleimer. Und an ganz vielen Parkplätzen gibt es diese kleinen Mülleimer, die sind, um heiße Ware zu entsorgen, wenn man gegrillt hat. Koros ist ein altes Bergarbeiterdorf, das im Ortskern die ursprüngliche Gestalt behalten hat. Das heißt, der Charme und die Idylle des alten Koros ist dort voll erhalten. Es haben sich dort viele Künstler niedergelassen und die Stadt wurde uns als Geheimtipp von Ronald ans Herz gelegt. Vielen Dank dafür. Der Besuch hat sich auf jeden Fall gelohnt und wir würden jedem empfehlen, der Zeit hat, dort einfach mal vorbeizuschauen. Thank you.
dem Besuch von Roros sind wir aufgebrochen und wollten uns die Olafsmine anschauen. Diese gehört zu Roros, liegt etwas außerhalb und man muss sich in Roros anmelden. Wir werden dort frei stehen und uns morgen diese Mine anschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Wir freuen uns auf euch. Norbert und Christine von Norbert und Christines Wohnmotors. Tschüss!